Schönen guten Tag, ein neues und ein weiteres Video von Savage Scooters. Wir haben uns längere Zeit nicht gesehen. Gab ein paar Gründe dafür. Erzähle ich gleich was zu. Heute fangen wir mit einem neuen Projekt an. Und das wird ein ziemlich spannendes Projekt. Nicht nur für mich, wahrscheinlich auch für euch. Und was wir genau machen, das erzähle ich euch jetzt gleich. Zuallererst steigen wir natürlich wie immer mit einem obligatorischen Teilepörnchen ein. Werbung ist an dieser Stelle nicht rein zufällig, sondern gewollt, weil das ein Projekt Zusammenarbeit mit dem Joff aus Frankreich und mit dem Scooter Center hier aus Deutschland ist. Viel Spaß beim Video. Also, neues Video. Ich war längere Zeit nicht da. Das lag nicht daran, dass ich keine Lust hatte, sondern das lag einfach daran, dass ich ein bisschen Roller gefahren bin. Ich hatte einfach Lust auf Fahren, auf Spaß im Sommer. Ich war im Urlaub, ich habe mich erholt von meiner OP. Einige werden wissen, um was es da ging. Ich habe die Zeit genossen, ich habe meinen Fokus so ein bisschen anders ausgerichtet. Aber nichtsdestotrotz gibt es weitere Videos von mir, für euch. Und jetzt fangen wir mit einem neuen Projekt an. Was machen wir jetzt? Wir bauen einen PX125 Motor. Einen PX125 Motor ist in der letzten Zeit sehr interessant geworden. Warum? Weil wir aufgrund der neuen Führerscheinregelung in Deutschland mit einem Autoführerschein 125er fahren dürfen. So, bedeutet, die Preise für 125er Roller sind durch die Decke gegangen. Die Dinger sind gesucht, weil die Menschen 125er fahren wollen, die keinen Motorradführerschein haben. Also, dem Zeitgeist angepasst, werden wir uns da jetzt mal auf das 125er Gehäuse stürzen. Aber, so, und jetzt etwas Spannendes zu Beginn. Ich habe vor Monaten oder vor einem Jahr oder so, keine Ahnung. Ich habe einen Kumpel aus Frankreich, das ist der Joff, von J&G Vespa Tuning. Oder J&G Vespa Tuning, whatever you want.
Der Joff und ich sind seit langen, langen Jahren in Kontakt und sprechen sehr, sehr viel über den SI-Vergaser. Der Joff macht in Frankreich mit dem SI-Vergaser schon sehr, sehr intensiv rum und ist meines Erachtens auch da einer der Jungs, die da am weitesten sind. Und hat, ja, wie soll ich das sagen, hatte so eine coole Idee, dass er einen 200er Zylinder auf eine 125er Kiste schrauben wollte. Natürlich ohne den Motorblock dazu, nämlich auf den 125er Block. So. Jeder von euch, der so ein bisschen ambitioniert ist mit dem Schrauben, der weiß, dass das nicht funktioniert, weil das Loch oder das Stichmaß vom 200er Zylinder überhaupt nicht auf das Gehäuse vom 125er passt. Und was natürlich auch nicht passt, ist die Länge vom Zylinder. Das heißt, das Pleuel von der 200er ist länger um 5 mm, das Loch für den Zylinderfuß ist tiefer gesetzt und so weiter und so fort. Es funktioniert also mal Plug and Play überhaupt nicht. Dann hat der Joff gesagt, ja, das muss aber irgendwie gehen und hat sich da Gedanken zu gemacht und hat entwickelt und gemacht und getan und kam irgendwann mal mit dem Prototypen um die Ecke und das hat er dem Scooter Center vorgestellt. Ulf vom Scooter Center fand das ziemlich geil und hat gesagt, coole Sache, da können wir was draus machen. Und dann ging das so seinen Gang und die beiden haben da miteinander gesprochen und irgendwann kam... Oh. So, jetzt bin ich gegen die Kamera getreten, ist auch geil. Ich wollte einfach nur mal Fuß ausstrecken und trete voll gegen die Kamera. So, wo war ich denn? Und irgendwann stand der Joff mit einem Prototypen beim Ulf vom Scooter Center. Das hat sogar funktioniert. Das ist gefahren, sogar gar nicht schlecht. Das Interessante an der Sache ist, dass du so viele 200er Zylinder rumfliegen hast, die keiner mehr haben will, keiner mehr braucht und keiner wirklich weiß, was er damit tun will. Und die sind auch noch recht günstig. Jetzt ist es insofern interessant, als dass der Joff eine Adapterplatte entwickelt hat, die man auf den 200er Block schrauben kann und dann den 200er Zylinder, den alten Originalzylinder, auf diese Adapterplatte drauf schrauben kann und dann damit fahren kann. Es sind ein paar Modifikationen nötig und ja möglich oder die müssen gemacht werden an dem Zylinder, die zeige ich euch gleich. Aber dann kann das funktionieren und das ist wirklich kein Hexenwerk. Also da reden wir schon über eine sehr, sehr einfache, ja fast Plug-and-Play-Lösung. Das Einzige, was ein großes Problem war, war die Kurbelwelle. Die Kurbelwelle musste ein deutlich längeres Pleuel haben. Und zwar deshalb, weil der Zylinder weiter vom Mittelpunkt der Kurbelwelle nach draußen sitzt bei der 200er. Ich muss den Zylinder weiter weg vom Mittelpunkt des Motors bekommen und dafür brauche ich ein längeres Pleuel. Und das Pleuel, was auf der Kurbelwelle sein muss, ist 125 mm lang. So, jetzt ist die Kurbelwelle aber so gebaut, dass ich, kann ich euch mal zeigen? Warte. So, jetzt ist die Kurbelwelle so gebaut, dass sie aber ohne Schnörkeleien in den 125er Block hineinpasst, nur dieses wahnsinnig lange Pleuel hat. Also das ist wahnsinnig lang. 125er Pleuel. Diese Pleuellänge kennen wir durchaus aus den gängigen Quattrini-Wellen zum Beispiel. Oder aus den King-Wellen für das 200er Gehäuse. Da sind die sogar noch 2 mm länger. Du hast hiermit die Möglichkeit, die originalen Platzverhältnisse im Kurbelwellengehäuse so zu lassen. Und du kannst einfach mit der Adapterplatte, die ist hier, mit dieser Adapterplatte, den 200er Zylinder draufschrauben. Und das ist eine sehr reizvolle Sache, weil du einfach mehr Kubik hast, mehr Leistung als eine originale 125er. Das Ganze sieht allerdings noch von außen original aus. Und du kannst, je nachdem, was du machen möchtest, sogar noch andere Zylinder fahren. So, jetzt, wie komme ich in die Sache mit rein? Der Ulf vom Scooter Center und der Joff, wir haben uns unterhalten und ich habe gesagt, ich finde das eine super Sache, weil das ist so ein Low-Budget-Tuning. Die Kurbelwelle, wenn die Kurbelwelle Schrott ist, dann kaufst du dir halt statt einer Original-Kurbelwelle die Kurbelwelle, kaufst du die Adapterplatte dazu, nimmst neue Stehbolzen. Im Idealfall nimmst du auch eine stärkere Kupplung, weil das sich generell als gut erwiesen hat, dass man eine stärkere Kupplung nimmt, weil die Original-Kurser-Kupplungen sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Und dann hast du eine Kupplung, eine Kurbelwelle und einen alten Zylinder hast du irgendwo noch rumfliegen oder weiß ich nicht, du kannst die Alternative vom Scooter Center kaufen, die habe ich mir jetzt bestellt. Also das ist ein Original-Design 200er Zylinder von BGM. Also das Design ist komplett übernommen, aber es ist halt ein Repro-Zylinder und der ist halt flammneu. Der hat keine Riefen, der Kolben ist neu, Kolbenringe sind frische dabei. Sehr, sehr geiles Teil. Den kannst du nehmen. So. Und mit der Adapterplatte hast du dann halt einmal das Lochstichmaß vom 125er Block und du hast das zusätzlich das Lochstichmaß, das versetzte vom 200er Zylinder. Hier macht man dann die Stehbolzen rein und setzt den Zylinder auf. So, warum das Ganze?
Die Zylinder gehen alle durch die Decke oder die Preise gehen alle durch die Decke. So, und wenn du jetzt nicht die Ambition hast, einen 40 PS Motor zu fahren, wo die Teile in die Tausende gehen, sondern einfach Bock hast, einen standfesten Roller zu haben, der unter Originalumständen läuft, dann kannst du jetzt mit einem Original 200er Zylinder, ich blende euch mal ein, was der Repro-Zylinder von, oh, das Eisenschwein von BGM kostet, das ist das nämlich hier, ne? Also flammneu, Kolbenbolzen noch drin und das Ding ist wirklich schwer, also das ist wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal ein Original 200er Zylinder in der Hand hatte, aber hiermit kannst du halt dann 200 Kubik, oder ich müsste es mal eigentlich mal ausrechnen, wie viel Kubik es letztlich sind mit den 60 mm Hub. Denn die Kurbelwelle hat 60 mm Hub und 125 mm Pleuel. Kannst du dann einen, ja, original aussehenden 125er Motorblock fahren mit 200 irgendwas Kubik. Sehr reizvoll, weil du kommst deutlich besser vorwärts, du kommst besser die Berge hoch, du musst wahrscheinlich nicht so viel schalten und du hast, ja, die Möglichkeit, den Original 200er Auspuff bzw. die Polini-Box zu fahren oder die BGM-Box zum Beispiel. Da stehen ja jede Menge Möglichkeiten offen. So, wenn man einen Original-Zylinder montieren kann, dann kann man ja vielleicht auch noch einen anderen Zylinder montieren. Deshalb habe ich mir noch einen, ich habe mal in die Schublade geguckt, was ich noch so liegen habe. Da lag dann noch ein 2013er MHR. Ist eigentlich total drüber, weil die Steuerzeiten dieses alten Zylinders sehr, sehr heftig sind und das Layout des Zylinders sehr heftig ist. Also der gute 2013er MHR schafft gesteckt schon 30 bis 35 PS easy auf einem Motor mit entsprechender Peripherie, Membran, dicker Vergaser und so weiter. Also da bist du schnell über 30 PS. Aber den habe ich halt noch da liegen. Da werde ich mal gucken, wie wir das machen müssen. Jetzt ist die Frage für mich, wie gehe ich das an? Spindel ich das Motorgehäuse auf, sodass der Zylinderfuß komplett eintauchen kann? Das wäre dann schon nicht mehr so Plug and Play, könnte man aber machen, ist auch nicht aufwendig oder, weil das, der Platz um die Stehbolzen ist also noch ausreichend, da kriegst du problemlos die Bohrung vom 200er Zylinderfuß reingespindelt. Ja, oder säge ich im Grunde den Zylinderfuß von den Zylindern ab und nehme so ein Stück weg, muss ich mal ausmessen, wie viele Millimeter das sind. Und setze den dann nur in die Adapterplatte rein, sodass der nicht ins Zylinder, ins Kurbelgehäuse eintaucht. Ich tendiere eigentlich zu der gespindelten Variante, weil ich dann natürlich mehr Optionen habe. Aber das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. So, und, also erstmal habe ich den Ulf gefragt, lass uns doch mal ein Projekt draus machen. Lass uns doch mal gucken, wie und was und wo und hin und her wir da machen können. So, ich habe noch ein Gehäuse gehabt und habe gesagt, ich habe total Lust, das Projekt zu bauen. Ich habe mit dem Joff gesprochen. Ich habe gesagt, Joff, bau mir bitte einen deiner Vergaser. Also Joff hat mir einen SI-Vergaser gebaut und den zeige ich euch auch mal. Der ist ganz interessant. Sekunde. So, hier. Der Joff modifiziert diese Vergaser, indem er hier oben diesen Einlassbereich, gucken wir mal, ob man sehen kann, deutlich weiter aufdremelt. Jetzt ist es nicht traditionell gedremelt, sondern der hat das sehr, sehr hochwertig aufgeschliffen und hat eine Venturi-Form in diesen Vergaser reingemacht. Der hat das aber nicht bis unten durchgezogen, sodass die Seiten des Schiebers deutlich besser überdeckt sind als zum Beispiel bei einem 26er Pinasco und hat damit quasi den Einlassbereich Venturi-förmig aufgedremelt, poliert und hat damit den Einlassbereich vergrößert. So, den hat er mir gegeben und hat gesagt, hier Mensch, dann bau doch diesen Vergaser mal da drauf und ich beschäftige mich ja auch ein bisschen mit dem SI-Vergaser, hat gesagt, dann guck mal, was du aus dem Setup rauskriegst mit seiner Bedüsung und mit meiner Bedüsung. Das heißt, wir haben jetzt einen 24er Vergaser, der halt hier in diesem Bereich aufgespindelt ist. Entsprechend werde ich den Vergaser innen noch ein bisschen bearbeiten. Da kommen noch ein paar Schritte dazu. Dann werden wir noch entsprechend an die Schieber und an die Düsen gehen. Ich baue mir da ja immer meine Sachen selber, sodass ich mal gucken kann mit dem Setup vom Joff, was wir da rauskriegen und mit meinem Setup, ob es überhaupt einen Unterschied macht oder nicht. Wird auf jeden Fall spannend. So, der Vorteil ist, dass das Ganze sehr leise sein wird. Du hast keine großen Ansauggeräusche, du hast einen original aussehenden Auspuff, irgendeine Box eurer Wahl. Und dann werden wir mal schauen. Ich werde wahrscheinlich die Big Box Touring dazu mir bestellen. Polini Box müsste ich noch hier haben, könnte ich auch gegentesten. Und dann werden wir mal schauen. Rese-Auspuffanlagen halte ich für dieses Konzept für völlig drüber, weil die Steuerzeiten entsprechend gering sein werden.
und das Ganze dem Charakter nicht so wirklich förderlich ist, wenn man dann Resoanlage drunter macht. So, aber, jetzt habt ihr im Eingangspörnchen noch gesehen, dass Fatty sich noch einen anderen Zylinder bestellt hat. So. Das ist der 232 Quattrini. So. Der Vorteil an dem 232 Quattrini ist, dass der ein Zylinder ohne Fuß ist. Ja? Und ich habe mir gedacht, naja, wenn wir den Originalzylinder draufkriegen, wenn wir den MHR draufkriegen, dann wäre es doch vielleicht interessant herauszufinden, ob wir auch den Quattrini 232 da draufkriegen. Das ist der 232er. So. Jetzt ist es aber so, dass das ein bisschen mehr Arbeit verlangt. Warum verlangt das mehr Arbeit? Der Zylinder hat die Außenmaße von einem originalen oder fast die Außenmaße vom originalen 200er Zylinder. Das Innenlayout ist aber aufgrund des inneren Designs des Zylinders deutlich höher gelegt. Das heißt, der braucht von Haus aus auf einem originalen 200er Block ein längeres Pleuel. Das gibt es auch zu kaufen mit der entsprechenden Quattrini-Welle oder mit der King-Welle zum Beispiel. So, jetzt reden wir da über 15, 16, 17 mm, 18 mm. Da kannst du ja lustig ins Regal greifen, wie du möchtest. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich diese 15, 16, 17, 18 mm auch noch auf dem Block irgendwie drauf kriegen muss. Das heißt, jetzt habe ich die Möglichkeit, die Adapterplatte größer zu machen. Wenn ich die Adapterplatte aber größer mache, fehlt mir die Pleuellänge. Ich brauche also im Grunde ein 140er Pleuel. Ich werde das mal zusammenbauen und werde mir das mal angucken und muss dann mal messen, ob es eine Möglichkeit gibt, wie ich diesen Zylinder auf einen 125er Block bekomme. Das Ganze geht natürlich, oder beziehungsweise ich habe da nicht die Möglichkeiten zu. So, und jetzt kommt eine dritte Person ins Spiel, nämlich der Walter. Walter Tövs ist ein Freund von mir, der kommt hier ganz aus der Nähe und Walter ist ein begnadeter Freak. Der hat beruflich bedingt die Möglichkeiten, CAD-Planung und so weiter und so fort zu machen. Das heißt, ich habe mich mit Walter zusammengesetzt und habe mal so ein bisschen dieses Projekt durchgesprochen und wir haben uns überlegt, was machen wir denn da? So, und oder vor allem, wie kriegen wir das dargestellt? Und Walter hat natürlich diesen Prototyp entworfen. Dazu will ich sagen, am Ende des Tages, wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und vor allen Dingen, wenn es auch haltbar ist, dann hat der Ulf schon signalisiert, wird es das standardmäßig im Scooter Center zu kaufen geben. So, also so viel mal dazu. Da wird also was kommen. Aber auch erst dann, wenn wir herausgefunden haben, ob es haltbar ist, ob es sinnvoll ist, ob es die Leistung hat, die wir uns erhoffen. Und ja, ob wir das so darstellen können, dass es kein Millionengrab wird. Weil da bleiben die Kosten natürlich im Fokus. Da müssen wir aufpassen, dass wir das Ganze so produzieren und so planen, dass es ja kein Groschengrab wird. So, mit dieser Adapterplatte, da haben wir schon den ersten Prototypen angefertigt oder die ersten Prototypen, die wir gemacht haben, die waren aus Aluminium. Du kannst aber aus Aluminium das nicht gewährleisten. Du musst die Stehbolzen ans Halten kriegen, sonst reißt dir der ganze Scheiß auseinander durch die Druckverhältnisse, die da herrschen. Das kriegst du nicht sauber vernünftig hin. Also haben wir uns zu einem Stahl Unterleg, Rohling entschieden, den wir entsprechend bearbeitet haben. Das ist gar nicht so einfach, weil das irgendeine Spezifikation hat. Dieser Stahl ist wirklich hart und der kann auch was. Also das ist jetzt kein ST37K, irgendein Billigstahl vom Baugerüst, sondern das ist wirklich was gut ist. Jetzt müssen wir das zusammenbauen und dann werden wir mal gucken, ob wir das in irgendeiner Form so zusammenkriegen, dass es haltbar ist, dass es gut ist, dass es eine Leistung hat, die ansprechend ist und dass es Spaß macht. Ich weiß also gar nicht, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Vorhabe ich, den Originalzylinder, den BGM-Originalzylinder zu verbauen, den MHR zu verbauen und zu testen und den Quattrini zu versuchen, da drauf zu kriegen. Beim Quattrini halt habe ich halt das Problem, dass die Bauart des Zylinders andere Herausforderungen noch hat. Aber das sollte machbar sein, irgendwie. Damit geht's jetzt los und ich hoffe sehr, dass wir damit ein Projekt hinzaubern können, was bei euch auf Interesse stößt. Also ich bin da wirklich sehr gespannt, deswegen habe ich auch gesagt, ich würde das gerne bauen. Ulf hat gefragt, hast du nicht Bock, sowas mal zu machen?
Und habe ich gesagt, ja, habe ich. Ich habe mit Joff gesprochen, mit dem Vergaser. Der Joff hat seinen Input gegeben. Also das kommt nicht von mir, sondern das ganze Layout und diese Idee der Adapterplatte und so kommt vom Joff aus Frankreich. Und ich möchte es einfach bauen. Und ich möchte es so bauen, dass es gut wird. Ja? Und ob wir das hinkriegen, werdet ihr sehen. Irgendwie in den nächsten 2, 3, 4 Videos, was auch immer. Ich habe jetzt die ganzen Teile hier liegen. Ihr habt gesehen, ich habe mich da tatsächlich, weil ich das, da wollte ich jetzt auch nichts dem Zufall überlassen. Ich wollte wirklich aus guten und hochwertigen Teilen den Motor bauen, sodass es nicht dann irgendwie darum geht, dass das Schaltkreuz nicht gehalten hat oder, weiß ich nicht, die Kickerwelle krumm war oder sonst irgendwas. Ich habe mich dazu entschlossen, zum Scooter Center zu gehen, zu sagen, komm hier, dann lasst uns auch komplett vernünftige Teile und neue Teile nehmen. Also es sind ein paar gebrauchte Teile dabei, aber es sind auch viele Neuteile dabei. Das Getriebe zum Beispiel ist komplett von BGM. Interessant ist vielleicht für euch noch, ich habe mich für eine 2463 primär entschieden. Das Ganze harmonisch ein bisschen länger zu machen, habe aber die Nebenwelle von BGM genommen, nämlich die Kurz 3 Ultra Kurz 4. Warum? Weil ich mit der Primärübersetzung das ganze Getriebe ein bisschen verlängere. Es wird das Original 200er Getriebe sein. Ich wollte aber die Gangspreizung zwischen zweiten und dritten und vierten Gang kleiner machen, damit ich eine harmonischere Schaltphase habe von 2 in 3 und von 3 in 4. Damit einfach die Gesamtdrehzahl beim Schaltvorgang steigt und ich nicht erstmal so quälendes Loch fahre und mich dann hochbeißen muss. Also deswegen diese Nebenwelle von BGM mit dem kurzen und dritten und ultrakurzen vierten, die ich tatsächlich, und das wisst ihr auch, mittlerweile in allen meinen Rollern fahre, weil der Irrglaube ist tatsächlich, dass diese Nebenwelle das Getriebe so verkürzt, dass ihr damit keine Endgeschwindigkeit mehr erreicht. Das ist Quatsch. Die Nebenwelle war in meinem Quattrini-Motor drin, der auf dem Scooter Center Prüfstand 200 km/h gebracht hat. Also da geht es halt einfach nur um die Spreizung, um die Einstiegsdrehzahl von 2 in 3 und von 3 in 4 zu erhöhen, damit ich mehr Kraft habe und der Motor sich besser im Saft befindet. So. Dann natürlich eine BGM Superstrong-Kupplung, ist klar, hatte ich gerade gesagt, die Kupplung soll ein bisschen was abkönnen. Eine neue Zündung vom BGM, die habe ich auch auf dem Onyx verbaut. Dann die restlichen Komponenten habt ihr ja in dem Pörnchen schon gesehen. Also das wird eine spannende Sache. Ob das funktioniert? Keine Ahnung. Aber das werden wir rausfinden. Und ob das Ganze Spaß macht, werden wir auch herausfinden. Ich baue gerade den Motor aus dem Onyx aus, weil ich mir überlegt habe, dass ich das Ding in den Onyx einbaue. Und werde dann entsprechend versuchen, das Ganze so abzustimmen, dass es... Und das werden wir dann auch testen, also nicht nur Prüfstand rauf, runter, ey, alles super, sondern wir werden das auf der Straße fahren, auch den Winter über. Wir werden mal gucken, notfalls werde ich den Motor noch jemandem anders geben, vielleicht dem Walter, wenn er Bock hat, das ganze Ding dann zu testen bis ja, zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder bis der ganze Motor auseinanderfliegt, was auch immer. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Wenn ich jetzt nochmal gegen die Kamera täte, flippe ich aus. So, wir werden es also herausfinden. Am Ende des Tages ist es ein Versuch. Die meisten, die einen 125er Block haben, haben also schon alle Teile an Bord. Ich musste mir jetzt leider ein bisschen was dazu bestellen. Das wird eine spannende Sache. Und ich hoffe, dass es auch für euch eine spannende Sache ist und ihr Bock drauf habt, denn das kann eine Menge schief gehen. Oder da kann eine Menge schief gehen. Es kann aber auch klappen. Wir werden es herausfinden. Aber Versuch macht klug, oder wie heißt das? So, an dieser Stelle war es das von meiner Seite aus. Ihr wisst jetzt, um was es geht. Ich werde jetzt anfangen, den Motor zu bauen und werde diesen Motor dann in den Onyx einbauen, weil ich will ihn ja auch testen und abstimmen, soweit auf dem Prüfstand, dass wir damit auf die Straße können. Und ihr werdet bei den nächsten Schritten dabei sein. Das Gehäuse, was ich hier drin habe, in diesem Projekt, das ist ein Original 125er Gehäuse. Da habe ich extra den Drehschieber reparieren lassen, neu spindeln lassen und entsprechend ein bisschen erweitert, damit wir auch genug Einlasszeit haben für dieses Projekt. Und ansonsten ist an dem Motor nichts gefräst. Das müsst ihr nicht zwangsläufig machen. Ich habe das jetzt gemacht, weil der eh überarbeitet wurde und ich den neu ausspindeln lassen musste. Von daher habe ich den auch gleich ein bisschen erweitert. Also, aber ansonsten wird nichts gefräst. Wir stecken das zusammen, sodass das jeder von euch, der Bock drauf hat, auch selber machen kann. Durch den verlängerten Einlass werden wir vielleicht ein PS oder 2 PS mehr generieren. Aber
Naja, wird jetzt nicht so signifikant sein. Gehe ich nicht von aus. Es bleibt spannend. Also, ich freue mich, wieder loszulegen mit einem schönen, interessanten Projekt. Und ich hoffe, ihr freut euch auch darauf, dass wir jetzt entweder viel kaputt machen oder was machen, was funktioniert. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt beim Sender hier dabei und ihr könnt abonnieren und ein Like da lassen, was mich total freuen würde, wenn ihr einen Abo-Button drücken würdet und dann können wir das Ganze hier starten. In diesem Sinne, bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee.